Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und der Doskias ist auch mit dabei. Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön. Weiter geht's und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt gleich hier die nächste Quest nochmal. Wollen wir es wieder vorlesen? Kennen wir es denn schon? Binden der Brüder. Sagt mir jetzt gerade nichts. Keine Ahnung. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Da hätte ich glatt sämtliche Haare in meinem Bart zählen können. Aber da warst du effizient, das muss ich zugeben. Du hast mir dabei aber hoffentlich keine Pflanzen geklaut. Ich werde das nachprüfen. Wie dem auch sei, du hast wenigstens geschafft, das abzuschließen, was mein V-Pelz von Bruder nicht mal anfangen konnte. Ja, das ist schön. Der alte Quest, den du uns abgegeben hast. Was denn jetzt noch? So, und jetzt darfst du kriegen. Verfeindete Brüder, jawohl. Ich rede hier von meinem Bruder und ich spreche schlecht von ihm, das ist wohl wahr, aber er hat es verdient. Meine Mutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie das hier sehen würde. Und wenn sie wirklich tot wäre. Als Kinder standen sich Roscoe und ich sehr nahe. Wir haben alles miteinander geteilt, alles zusammen gemacht. Wir waren unzertrennlich, sogar wir mit unseren Schwestern in der Stadt ausgingen oder mit unseren Freundinnen. Okay. Was wir im Übrigen sehr oft taten. Das waren schöne Zeiten. Aus dem Grund suche ich ja heute nach ihm und weil ich mir um ihn Sorgen mache. Er ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen. 3 Tage! Wegen seiner Tauschgeschäfte verbringt er viel Zeit in den gefährlichen Gebieten. Gut, mit dem Geld, das er auf den Brücken seiner Kunden erwirtschaftet hat, konnte er sich neue Zähne leisten. Aber irgendwann wird er garantiert gefressen werden. Und ich bin dann der Erste, der auf sein Grab pisst. Das kannst du mir glauben. Bis dahin wäre es gut, wenn du mal nachsehen könntest, ob er noch am Leben ist, damit wir uns noch ein letztes Mal gegenseitig anbrüllen können. Er dürfte sich im Sumpf rumtreiben mal wieder. Bitte suche ihn, ja? Ich werde mich äußerst großzügig zeigen, wenn du das für mich tust. Jeder braucht doch irgendwas. Also äußerst großzügig, 5 Nagelschachteln, nee, ich weiß ja nicht. aber ich stell's schon mal auf Stufe 5 hoch und starte jetzt einfach. Okay, also mir kam es gleich ein bisschen bekannt vor, aber vielleicht täusche ich mich. Ja, mir kam das auch sehr bekannt vor. Eine Säge finden und natürlich seinen Bruder finden. Und ja, doch, das kommt mir bekannt vor. Genau. Du bist da? Jawohl. Ich bin da. Gebiet betreten. Das sieht ja eklig komisch aus hier. Oh, da hinten geht's ab. Schnapp mir den Dicken. Oh. Hund. Ah. Dicken. Bam. Oh ja, oh, ich müsste da mal weg. Nice. Erstmal dann immer gleich ruhig und konzentriert, ey. Ja. Das hab ich mir auch gerade so überlegt. So, oh Gott, Hilfe, Zombies. Oh, hier liegt ganz viel Holz rum. Stöcke. Boah, da. Ja. Alter! Ah, Grad zänzelt er. Ey, ich hab dir mal quasi den Apfel vom Kopf geschossen, ja? Aber echt, ey. Das war knapp. Hätte ich dich fast erwischt. Langsam trau ich dir nicht mehr. Ach komm. Setz dich aber auch an. Oh. Irgendwas war da. Ja, ein Pfeil. Achso. Hast du schon eingesammelt? Mann. Jawohl. Wirf doch den. Jetzt hätte. Sache, die Mistgabeln, aber nur mit 2 ist es gefährlich. Kann ich gar nicht so schnell werfen und looten gleichzeitig. Hör ich schon wieder so ein leises Mi-Mi-Mi-Mi. Alter! So, aber wobei ich jetzt schon feststellen muss, auf der Schwierigkeitsstufe hier wird es schon ein bisschen interessanter, weil wir mindestens 2-mal treffen müssen. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Aber das außer natürlich den guten Dingen. Zum Thema Mimi, ne? Was auch immer wieder gerade geballert haben. Wobei ich jetzt sagen muss, die Map kommt mir jetzt gerade nicht so bekannt vor. Nee, mir auch nicht. Vor allem das mit dem Sumpf hier, ne? Ja. Ja, vielleicht haben wir es doch noch nicht gemacht.
Dann gut für unsere Zuschauer und auch gut für uns, dass wir was Neues sehen. Die Sümpfe sind gefährlich. Ja, ja, definitiv. Immer erstmal auf die Rennenden. Ja. Jawohl, also läuft das hier, ey. Ja, guck dir das an. Ja, wie völlige Überlebensprofis. Jawohl. Ach, da liegt noch so ein Sack. Da schmeißt er sich hin und stellt sich tot. Der Zigeuner. Der Zigeuner. Hey, 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 das ist Diskriminierung, ja? Dürfen sich nicht angesprochen fühlen. Ja. Dann ist es auch nicht diskriminierend. So, ich möchte da jetzt mal hoch. Na gut, Mistgabel hier, Mistgabel da. Oh, da rennt doch schon wieder einer. Alter, was ist denn hier los, ey? Alter, hier geht's gut ab, ne? Ja, aber ich muss immer wieder sagen, was ich wirklich hochclever an diesem Spiel hier finde, ist, dass du die Pfeile tatsächlich einsammeln darfst. Ja, das ist mega awesome. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Was ja auch eigentlich völlig logisch ist. Wobei ich sagen muss, manchmal sollten noch Pfeile kaputt gehen, weil die bestehen ja nicht aus komplett Titan. Ja, das ist richtig, aber Man glaube, ich zum Zombie treff. Oh, hab ihn. Das ist, dafür, dass du ja auch Fehlschüsse hier und so machst, hast du das ja auch mit da dabei. Ja, gut, das stimmt. Dann sind die ja eh teilweise weg. Weil da sind die ja dann weg. Also von daher. Das finde ich dann in Ordnung. Das ist dann ein guter Kompromiss, wenn du dann schon daneben ballerst, dass die natürlich dann weg sind. Ich glaube, ich sollte meinen Verband nehmen. Oh, da ist ja noch einer. Ah! Jawohl, da keult er ihn. Jawohl! Klatsch! Vor allem, da keult er ihn. So, das hört sich auch ein bisschen verkehrt an. Hier ist ein Haus. Ja, dann nehme ich mal an, wird es da auch sein. Da ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Hallo? Oh, guten Tag. Gut. Da ist jemand. Oh, Essen. Und ich knack mal hier eben. Ja, knack du mal. Oh, eine Säge. Ach, das ist die Säge. Ja, ach, die klauen ihm jetzt die Säge. Und da ist noch ein Schraubendreher, glaube ich. Da habe ich noch eine Wasserflasche gefunden. Okay. So, sprechen wir mal an, ne? Ja, du darfst lesen. Hey, was willst du von mir? Ich arbeite hier, verschwinde aus meinem Sumpf. Wie bitte? Clifton schickt dich? Hat er jetzt schon Diener? Wenn es sich Sorgen macht, wunderbar. Ich hoffe, er kriegt davon ein dickes, fettes Magengeschwür. Aber das wäre nicht schlimm. Ich würde ihm ein Medikament für die Schleimhaut geben, das er kürzlich abgelaufen ist. Das ist herrlich. Das ist Geschwisterliebe. Ja. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich wiederkomme, wenn er mit meinem verdammten Helm zurückgegeben hat. Er hat ihn mir geklaut, damit ich nicht mehr hier rausgehen und seinetwegen habe ich schwer eins auf den Deckel gekriegt. Okay. Gut, wollen wir hier den Rest hier an der Seite vielleicht noch ablaufen? Vielleicht finden wir da noch was. Ja, dann können wir mal gucken, was wir hier noch so haben. Weiß nicht, ob hier überhaupt irgendwas Sinnvolles noch ist. Weiß es ja nicht. Da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Vielleicht so ein bisschen Salzpeter oder sowas. Hier geht's auf jeden Fall gut weiter. Ja, ich lauf mal rechts. Hä? Ein riesenlanger Weg, aber ich sehe nicht einen Gegner. Ja. Also ich sehe hier eigentlich genug. Ja, ich komme schon rüber. Boah. Meine Heugabe. Heiuken. Babam. Heiuken. Was? Die Heugabe ist an ihm abgeprallt. Oh, Alter. Okay, das war ein bisschen interessant gerade, ja.
Ja, ich habe gerade auch. Helm hatte ich übrigens gerade geschützt. Ich habe die Heugabel auf den Gegner geschmissen, dann kam eine Null und ich glaube, ich habe deinen Helm getroffen. Oh Mann. Au! Mann, dieses Kackvieh. Verreck. So, Brombeeren viele, hier. Viele, viele Pflanzen. Ja, ja. Alter, und wie viele Pflanzen? Ja, das läuft. Guck, es macht sich doch manchmal bemerkbar, hier einfach weiterzulaufen. Was nach Brombeeren und Heile? Heile, heile Welt. So, ah, Stöcke natürlich. Haben wir hier auch noch so? Okay, du machst es da schon mit dem. Oh, da ist noch ein dicker. Wechsel doch die Waffe! Oh ja. Pff, oh, oh, da hat er mich umgeholzt. Da hat er mich umgeholzt. Tut mir leid. Aber ich habe gedacht, bevor wir jetzt beide draufgehen, so zum Ende. Dann lieber einen Toten. Genau. So, aber das finde ich im Übrigen auch sehr super, weil durch die ganzen Heilpflanzen, da können wir wieder schön dick Verbände machen gleich. Ja, das stimmt. Oh, eine Tierhaut. Oh, okay. Gut für Rüstung später, glaube ich. Ja, ich nehme es an. Gut, dann würde ich sagen, können wir rausgehen. Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Aber nur, weil du es bist. Oh, danke. Gnädig, ja? Gnädig. So, dann gehen wir die Quest bei dem mal noch ab und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Camp dann. Ja. So. Du hast Roscoe gefunden. Wie geht's diesem Blödmann? Sein Helm, was? Dieser dämliche Affe. Was für ein Kindskopf. Woher soll ich denn jetzt noch wissen, wo das gottverdammte Ding ist? Ich werde in diesem Tobuwabohu mal danach suchen. Tobuwabohu. Schön. Aber ich bin so gut wie sicher, dass ich es nicht finden werde. Ich muss unbedingt eine Lösung finden, sonst kommt dieser Schwachkopf nicht wieder zurück. Der Typ ist stur wie ein Esel. Vielleicht könntest du mir da irgendwie helfen. Gut, würde ich sagen, machen wir aber trotzdem später. Wir gehen mal Richtung Camp und gucken mal. Oh, ich bin auch zu 91% voll. Ja, ja, deswegen dachte ich ja. Ich nehme mal die Abkürzung durch den Bunker. Ja genau, der war ja hier irgendwo. Tabulator und dahin klicken. Und schon seid ihr dann hier. Wunderbar. Ein wunderschönes Schnellreisesystem. Ja, das stimmt. So. Kann man eigentlich alles hier reinpatschen? Dann suche ich mal die rostigen Mistabeln. 9 Stück, ja, das ist nett. Wir nehmen einfach mal mit. Ja, sag ich doch. Läuft. So, dann möchte ich natürlich erstmal wieder ins Handwerk und genau. Crafte mir mal wieder 5 leichte Verbände. Ah. Wir können keine Küche machen, weil wir keine Dinge haben, keine Ziegelsteine, Pflastersteine. Aber wir könnten ein Zubehör bauen, was für Panzerung und Waffenmodule ist. Okay. Oder aber auch eine Waffenkammer. Also ich bin jetzt erstmal dran, um die Camp-Stufe noch zu erhöhen. So, die habe ich jetzt auf Stufe 5 erstmal erhöht. Okay, dann können wir jetzt auch eine Gießerei bauen. Ah nee, Quatsch, können wir nicht. Da fehlt uns auch Pflasterstein. So, und dann kann ich meinen Charakter auf Stufe 5 setzen. Und was ist denn da jetzt wunderschön Neues dazugekommen? Ich werde mal eine Waffenkammer bauen, ne? Mach das im Überleben. Ach komm, das können wir auch noch machen. Erhöht den Heileffekt von allem, was du zu dir nimmst. Na, aber logisch. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Einmal. Das reicht mir leider nicht. Ah, jetzt bin ich zu weit weg, oder was? Da oben ist ein Zombie, da muss ich aufpassen. So, ist ja. Da irgendwie hier? Ich müsste jetzt im Übrigen auch einfach mal gucken, wegen Essen. Es ist kacke, dass man hier keine Bäume fällen kann.
will es eigentlich nicht da haben. Mal so ein bisschen wenigstens hier. Ich glaube, wir müssen die nächste Mission noch von Kovac machen, wenn ich das so... So. Was hast du denn da jetzt alles gebaut? Okay, da ist die Waffenkammer. Gut. Ja. Sehe ich ein und das hier ist... Der Diplomat. Den okay. Baue ich mir jetzt auch gleich mal wieder. Oh, unser Camp wird angegriffen. Ist schlecht. Haben die Nerven verloren oder was? Was macht er denn? Ja, ich wollte die ganze Zeit irgendwie auf Befrieden drücken und bin die ganze Zeit an die bescheuerte Waffenkammer gegangen. Du sollst ja auch keinen rubbeln. Ey. Mal nicht komisch werden, ja? Ah, guck mal, das muss man sogar reparieren. Faszinierend. Ja, so, den Diplomat. Das ist ja sehr interessant. Ja. Den werde ich auch nutzen jetzt. Und hier, das sind ein paar Schuss. Sehr schön. Munition, Nahkampfwaffen, Feuerwaffen, okay. Hier können wir einen Stoffrucksack, das macht wenig Sinn. Eine Weihnachtsmütze. Ja, okay. Verringert den erlittenen Schaden um -2. Die Frage ist, das werde ich jetzt direkt mal reparieren. Und wir können das ja schon ein bisschen upgraden hier. So, ich muss kurz das Fenster zumachen. Tut mir leid, wenn ihr gerade irgendwelches Geschrei hört. So, hab jetzt einfach mal die Campstufe mal so ein bisschen erhöht. Nicht die Campstufe, sondern die Stufe von, hier von der Waffenkammer, ne? Ich konnte gerade leider nicht zuhören. Ich musste mich um das Baby kümmern. Okay. Ich hatte gesagt, ich habe mal die Waffenkammer direkt mal auf Stufe 5 erhöht. Auf Stufe 5? Ja, Loki. Okay. Was gibt es jetzt hier Feines? Interessant. Ah, oder Munition. Sachen. Ja. Erzpulver. Uiuiui. Mhm. Der Richter. Ich bin halt überlegen, ob ich halt auch direkt so einen Diplomat mache. Ja. Wir haben halt keine, also wir können halt keine Munition herstellen momentan, ne? Vom Material her. Okay, gut, dann lass ich's, dann bleib ich bei Pfeil und Bogen. Ja. Ich meine, du könntest. Ja, okay, den können wir noch nicht nutzen, noch nicht bauen, aber. Das ist eine Zuckerstange. Was mich jetzt mal interessiert ist, wir haben doch einen Stoffrucksack. Warum sollte ich denn noch einen bauen? Weiß ich nicht. Ich habe ja auch von der Weihnachtsmütze geredet. Gut, und der Rest ist erstmal noch alles ein bisschen nebensächlich. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt unten nochmal in die Truhe. Ich guck jetzt mal, ich bräuchte hier nochmal trinken. Das kann ich zumindest schon mal. Oh, wenn du Brombeeren hast, ess Brombeeren. Die geben nämlich Wasser und ja, ich habe sie jetzt mit Absicht nicht gegessen, weil ich ja vielleicht was zu essen oder was zu trinken vielleicht später mit leeren Flaschen draus machen kannst oder so. Ja, weißt ich habe ja noch 6 von dem her. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal die nächste leere Mission und dann, nächste leere Mission, genau. Die nächste leere Mission, das ist immer gut. Gute Idee. Und, so, komm. Und dann einfach mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich hoffe, das Zeug wird nicht angegriffen, während man Missionen macht. Aber das würde ja keinen Sinn machen, glaube ich. Ach, da ist er. So. Oh. Naja, ich wollte gerade sagen, es geht schon wieder los mit dem Looten. Oh. Loot. Geh mal hier oben hin. So, geh ich wieder hier unten hin. Jawohl, Wasser ist immer gut. Munition kannst du mir geben oder liegen lassen. Dann sammle ich die selber ein. Die hier ja immer spawnt. Ja, die jawohl. Nägel hättest du jetzt trotzdem einstecken können, ne? Du bist ein Knaller, ey. Gut. Jo, dann lass mal quatschen mit unserem guten Meister hier. Ja. Well, did you find what you were looking for, Survivor? You don't seem too enthusiastic. Oh, the house wasn't abandoned. Well, I knew that. It was to give you some practice. You need to know how to take on the infected, of course.
but also be able to stand up to humans. By the way, ja, gut, das können wir überspringen, das kennen wir auch schon. Das stimmt. Deswegen, ich pack das Gespräch mal durch. So, und dann gehe ich mal auf das nächste. Fine. Now that you've placed the first stone of your building, I'm talking about so, geheimnisvoller Gast. We'll move on to the next step. Wäre jetzt hier die nächste Mission. Ja, dann nehmen wir die doch auch. I detected a radio signal coming from. Ja, die haben wir schon mal gespielt, das weiß ich. Ach ja, stimmt, okay, dann. So, ich würde sagen, das lassen wir auf Stufe 5 und das ist völlig in Ordnung gerade so. Und dann starte ich die Mission. Gut. Oh. Dann sind wir schon eigentlich über der Zeit drüber, ne? Ja, das ist mir bewusst. So, den Kojoten mal weg, bleib stehen. Leute, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen oben da. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Tipps und Tricks für uns habt. Wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und vergesst auch nicht mal, am Doskas auf dem Kanal vorbeizuschauen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.